Ich verstehe dich ganz. Du nimmst hier diese Knarre, steigst um Paul ins Auto. Der bringt dich zu einer Werkstatt. Dort befindet sich eine kleine braune Tasche. Die nimmst du an dich. Überlass jeden um, der sich dieser Tasche in den Weg stellen will. Steigst du Paul ins Auto und das war's. Willst du mich verarschen oder was? Wenn du heile aus der Sache rauskommen willst, ist dies deine einzige Chance. Weißt du was? Du kannst mich mal. Such den anderen, der diese Scheiße macht. Ich steige aus. Hier und jetzt. Was? Du hast eine hübsche Tochter. Wie war das? Und eine wundervolle Frau. Schade, wenn ihr was zustoßen würde. Wenn du meiner Familie zu nahe kommen solltest, oder denen nur ein Haar krumm solltest. Ich schwöre dir, ich bring dich um. Hast du mich verstanden? Ich bring dich um Land. Halt die Fresse, du kleiner verfickter Scheiß-Türke! Lass mich los, verdammt! Oh. Immer schön den Ball flach halten, Pisser. Verdammt, was wollt ihr von mir, ja? Was hab ich euch angetan? Was wollt ihr von mir? Halt die Fresse! Ihr Scheißkanacken habt zu viel getan. Ich werde euch zeigen, was bedeutet, mit mir anzulegen. Alter, ich weiß nicht, was für ein verkacktes Problem du hast. Aber ich habe damit nichts zu tun. Kapierst du das nicht? Ich bin unschuldig! Das ist mir scheißegal. Du wirst das tun, was ich dir sage. Ansonsten wirst du deine Frau nie wiedersehen. Jetzt komm her und nimm die scheiß Knarre. Das Magazin bekommst du von Paul. Nicht vergessen, denk immer an deine kleine süße Familie. Ну где он уже? Босс, почему ты меня спрашиваешь? Что значит ты меня спрашиваешь? На кого ты работаешь? На тебя, босс. Но. Что значит но? Я задал тебе вопрос. Ты должен дать мне на него ответ. Босс, ты успокойся, он уже будет скоро здесь. Das hoffe ich. Für euch beide. Du weißt, was zu tun ist. Ich gebe dir genau 5 Minuten. Ich kann das nicht. Ach ja? Ich sag nur Ankara. Elternhaus, 3. Stock. Was? Mit uns ist nicht zu spaßen, Kleiner. Du tust genau das, was wir dir sagen, sonst wirst du deine Frau nie wiedersehen. Noch 4 Minuten. Кто это?
Я его не знаю. Kollege, wir haben geschlossen. Komm morgen wieder. Hey, hörst du schlecht? Убери его отсюда, пока я ему не сломал все ноги. У него ствол! Thank you.